Wer der Meinung ist, dass bei einem Guy Ritchie-Film, bei dem Jason Statham die Hauptrolle spielt, das Rad irgendwie neu erfunden wird, tja, dem kann ich auch nicht helfen. Alleine mit dieser Ausgangssituation müsste man eigentlich wissen, auf was für eine Art Film man sich einlässt. Wenn man dann den Trailer sieht, also allerspätestens dann, müsste man erst recht wissen, auf welche Art Film man sich da einlässt. Ist das der beste Film dieses Kinojahres? Sehr wahrscheinlich nicht. Ist es der schlechteste Film dieses Kinojahres? Nö, durchaus nicht. Ist es der unterhaltsamste Film? Würde ich nicht sagen. Dafür ist es ab und zu ein bisschen zu plätschrig, aber... Ist das ein handwerklich gut gemachter, straff inszenierter Reißer, der über die gesamte Laufzeit unterhält? Ja, kann man schon sagen. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Und ich war jetzt, tja, zum ersten Mal seit, ich glaube, Tenet im Ernst, war ich mal wieder im Kino, weil mich ein Kumpel angerufen hat. Ingo, Männerabend, Jason Statham, Geldtransporter. Mehr wusste ich nicht wissen und habe zugesagt. Vielen Dank, Philipp. Und ich bin froh, dass ich mit ins Kino bin und einen einigermaßen unterhaltsamen Film gesehen habe, der jetzt keine Bäume ausreißt, aber der wirklich ganz ordentlich gemacht ist. Und es muss ja nicht immer Kunst sein. Es muss nicht immer Kaviar sein. War übrigens auch mal ein Film. Es muss nicht immer was Besonderes rein. Manchmal reicht es mir schon, wenn ein Film wirklich... vor und hinter der Kamera Profis hat, die ordentliches Handwerk abliefern. Finde ich völlig ausreichend. Jason Statham spielt H. Ja, der heißt wirklich so. Also H. Punkt. Einfach nur H oder H. Der bei einer Sicherheitsfirma anheuert, die Geld von A nach B transportiert und bei dem Eignungstest schneidet er so lala ab, also besonders gut schießen kann er wohl nicht und besonders gut mit so einem Geldtransporter rückwärts einpacken kann er auch nicht. Schafft es gerade so über die Anforderungshürde und wird dann eingestellt. Warum der anfängt in einer Branche, bei der es viel zu verlieren gibt, unter anderem das eigene Leben und die in letzter Zeit immer wieder von Überfällen heimgesucht wurde, das weiß man nicht so recht, das entwickelt sich aber im Laufe des Films und es wird klarer, was der Typ da macht. Und es wird klarer, der kann auch ein bisschen besser schießen, als er da im Eignungstest hat durchblicken lassen. Und der kann vielleicht sogar ein bisschen besser Auto fahren, als er da hat durchblicken lassen. Und der ist vielleicht nicht nur da, um Geld zu verdienen, sondern hat vielleicht noch ein, zwei andere Gründe, warum er bei dieser Firma angeheuert hat. Und natürlich gibt es andere Gründe, warum er da angeheuert hat. Und mehr will ich nicht verraten, denn ich will den Film ja nicht allzu sehr verspoilern. In meinem letzten Video habe ich mich darüber ausgelassen, dass moderne Filme oder deren Drehbücher oft viel zu verquast sind und zu verschachtelt und 37 verschiedene Wendungen drin haben. Dieser hier hat so anderthalb Wendungen drin. Die sind jetzt aber nicht sonderlich wendig, sondern sind einfach nur... gut und nachvollziehbar und treibt die Handlung voran. Das ist jetzt sicher nichts Dolles. Also dieser Film wird keinen Drehbuch-Oscar gewinnen. Jason Statham, der ehemalige Turmspringer, der dann unter Guy Ritchie seine erste Kinorolle hatte in Bube, Dame, König, Gras. Ja, also der wird auch als Schauspieler keinen Oscar mehr gewinnen. Die Nebenschauspieler wie Scott Eastwood, der zwar den berühmten Nachnamen seines Vaters hat, aber leider nicht seine Reputation und deswegen in Filmen wie diesen mitspielen muss oder in Filmen wie Pacific Rim 2 und deswegen solche Drehbuchzeilen aufsagen muss. Nun ja, der bewegt sich hier im Rahmen seiner Möglichkeiten beziehungsweise im Rahmen der Rolle oder beziehungsweise was die Rolle hergibt. Josh Hartnett, ich wusste gar nicht, dass er noch arbeitet. Ich dachte, der wäre schon im Schauspielerruhestand. Ein Typ, der es immer vermieden hat, berühmt zu werden. Was ein bisschen komisch anmutet für einen Hollywood-Schauspieler, der in Nischenfilmen mitgespielt hat, ja, der ist da plötzlich wieder durchs Bild gefallen. Und ich habe gedacht, ey, das ist ja Josh Hartnett. Und dann in einer anderen Szene sitzt Andy Garcia im Auto und ich denke mir, hey, das ist ja Andy Garcia. Also hier hat man sich durchaus kompetentes Material vor die Kamera geholt. Hinter der Kamera ist das Material sowieso kompetent. Das ist jetzt nicht der beste Guy Ritchie-Film. Das ist für mich nach wie vor Snatch, aber der ist unterhaltsam und auf die 12 und kurzweilig. Und straff inszeniert und die Action ist gut. Also es gibt wohlgemerkt wohl dosierte Action. Das ist jetzt nicht so, dass das alle drei Minuten irgendwas in die Luft fliegt, wie in einem Michael Bay-Film und Transformers-mäßig. Nee, es gibt eigentlich zweieinhalb Action-Sequenzen im Film. Also eine kurze Schießerei am Anfang und eine etwas längere Schießerei beim, nennen wir es mal, Showdown. Aber das war's. Und in der Zwischenzeit habe ich Figurenentwicklung, habe ich so langsam diese Pellen, die sich so von der Zwiebel abnippeln und zu erkennen geben, was Jason Stathams Figur da wirklich in der Firma zu suchen hat. Und ansonsten ist es einfach nur gut abgelieferte Handwerkskunst mit Betonung auf Handwerk und nicht so sehr Betonung auf Kunst. Muss es aber nicht sein. Wobei im Kino in den seltensten Fällen tatsächlich Kunst dabei rumkommt. Aber mit Handwerk bin ich vollauf zufrieden. Und das macht Spaß. Vor allen Dingen ist es
mal was anderes. Jetzt, ich will nicht zu sehr auf Marvel-Filme schimpfen, aber was mir in den letzten Zeiten so im Mainstream-Blockbuster-Kino immer so auf den Keks geht, es musste alles immer so krampfig witzig sein. Und da mussten immer lustige Sprüche drin sein. Und da mussten immer coole Einzeiler drin sein. Und da sind so Figuren in den Film rumgefallen, die haben alles so distanziert betrachtet. Die haben sich jetzt so nicht an sich rangelassen. Da wurde immer so mit einem gewissen, so dahingeschmissenen Zynismus das alles kommentiert. Ach, wir drehen hier nur einen Film und wir haben hier nur Spaß und wir nehmen das ja alles gar nicht ernst. Das ist ein Film, der jetzt echt keine Bäume ausreißt aus dramaturgischer Sicht. Wirklich nicht. Aber der seine Figuren ernst nimmt und die Schauspieler ihre Rolle ernst nehmen und der Regisseur diesen Film ernst nimmt und entsprechend abliefert. Es ist zwar ein Remake eines französischen Actionfilmes von 2004, man merkt aber schon, dass hier nicht irgendjemand hinter der Kamera gestanden hat, sondern Guy Ritchie. Ab und zu blitzen diese Guy Ritchie-Momente dann durchaus durch. Jetzt nicht so abgedreht wie in Bubenhame König Gras und nicht so abgedreht wie in Sherlock Holmes und nicht so abgedreht wie in Snatch, aber man merkt hier schon, dass der Trainer... Ich glaube, mein Sushi ist fertig. Der Film heißt komischerweise im Original Wrath of Man und bei uns heißt er Cash Truck. Warum man einen im Original englischen Titel übersetzt mit einem in Deutschland mit einem anderen englischen Titel, das bleibt das Geheimnis der Kinoverleiher, ist aber nicht das erste Mal. Cradle to the Grave mit Jet Li hieß bei uns Born to Die. Ja. Muss wohl auch sein. Beschwert euch bei MGM. Ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall gibt es für Cash Truck beziehungsweise Wrath of Man unterm Strich 2,5 von 5 überfallenen Geldtransporten und eine eingeschränkte Guckempfehlung für alle, nun ja, für alle Actionfans und für alle Fans von Jason Statham, denn wer sonst wird sich so einen Film angucken? Vielen Dank fürs Reinklicken, bewerten, kommentieren, abonnieren, Däumchen nach oben dirigieren. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber, es wäre ganz nett. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst vielleicht ein Abo da. Ich meine... Ich mache das ja nicht zum Spaß. Also ich mache es schon zum Spaß, aber noch mehr Spaß macht der Spaß, wenn meine Abonnentenzahlen steigt. Und das wäre ganz nett. Falls ihr schon das dritte oder vierte Mal auf diesem Kanal seid, dann hat es ja einen Grund. Also bitte, gedrückt. Und auch gleich Glöckchen-Symbol, dann verpasst ihr kein neues Video. Ihr kennt den Dreh. Macht's gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.